Zweiter Weihnachtsfeiertag, Derbyzeit in Augsburg und das mit neuem Coach Kai Suikkanen, heißt der neue Mann an Augsburgs Bande. Er löste den glücklosen Peter Russell ab. Hinein in die Partie. Es ist das 58. Derby zwischen diesen beiden Clubs und München von Beginn an dominant. Erste richtig gute Möglichkeit, Trevor Parks, der scheitert am Pfosten. Weiter in dieser Partie. Es spielte von Beginn weg nur München offensiv. Vareka hier, stark abgefälschter Schuss von Jonathan Blum. Markus Keller, der ins Tor kam, für den erkrankten Dennis Endras mit zum Teil wundersamen, überragenden Saves. So auch dieser, der den ersten guten Konter von Augsburg einleitete. Seponeri scheitert dann aber an Matthias Niederberger. Noch einmal dieser klasse Save von Keller gegen Blum. Und dann der Konter gefahren über Trevelyan und Seponeri. München zuletzt mit 8 Auswärtssiegen in Folge. Und Kai Suikkanen hatte vor diesem Spiel nur eine Trainingseinheit für seinen neuen Club geleitet. So viel Variationen also nicht möglich. Augsburg dann in Überzahl mit Fehler im Aufbau und mit dem Gegentor im zweiten Drittel. 25. Spielminute, Wenström entscheidend mit dem Fehlpass. Dann Beul für Hager, der an den Pfosten, und Maxi Kastner staubt nach. Führung München in Unterzahl. Passqualität, ein Thema, das den Unterschied hier ausmachte in diesem Spiel. Denn Augsburg mit vielen Fehlpässen, München mit überragenden Kombinationen, so wie hier Vareka, Abelshauser und am Ende dieser Kette Zach Redmond in der 30. Spielminute mit dem 2:0 für die Gäste. In diesem zweiten Drittel spielte München Augsburg zum Teil minutenlang im eigenen Drittel fest. Entlastung Augsburg, fast Fehlanzeige. Bis hierhin, Niklas Lenger bringt den Puck mal tief. Pampel mit dem Vorcheck und plötzlich Broadhurst allein vor Matthias Niederberger. Hoffnungsschimmer für Augsburg. 5. Saisontor von Terry Broadhurst, weil Pampel hier gut nach vorne geht und Broadhurst sich vor dem Tor exzellent positioniert. Keine Chance für Matthias Niederberger. Das auch der Stand nach 40 Minuten. Dennoch das Team von Don Jackson eigentlich in allen Belangen überlegen. Und das zeigte sich gleich zu Beginn des letzten Drittels. Der starke Yasin Elitz. Dann wieder Philipp Vareka, der ablegt. Yasin Elitz zum 3:1. Da waren erst 32 Sekunden im Schlussabschnitt gespielt. Yasin Elitz damit mit diesem Tor punktet er zum 9. Mal in Folge. Holt in diesem Zeitraum 15 Scorerpunkte und ist damit auf dem Weg, den 13-Punkte-Scoring-Streak-Rekord des Clubs von Keith O'Coyne vielleicht einzustellen. Auch hier wieder zu sehen, im Aufbau immer wieder Probleme bei Augsburg. Und dann kam München mit Vareka und mit dem kurzen trockenen Schuss von Austin Ortega, 57. Spielminute, die Entscheidung, das 4:1 für München, gibt irgendwie genau den Spielverlauf wieder. Augsburg kommt, spielt den Fehlpass, München nicht, Ortega scored, Entscheidung. Ja, ich denke, man hat gesehen, dass wir Energie ins Spiel reingebracht haben. Wir wollten alle heute gewinnen. Jeder hat geackert, jeder hat alles reingeworfen. Sollte dennoch nicht sein. München hat zu viele Chancen gehabt, das haben wir alle gesehen. Die hätten auch mehr Tore schießen können. Aber ich denke dennoch, dass mit dem neuen Coach jetzt hier ein Zeichen gesetzt wurde innerhalb der Mannschaft. Ja, ich denke, wir haben heute eigentlich über 60 Minuten solide gespielt. Bei dem Gegentor haben wir ein bisschen geschlafen. Den Einsatz danach haben wir auch hier ein bisschen geschlafen. Dann müssen wir schauen, dass wir das abstellen. Dass wir halt komplette 60 Minuten durchspielen, aber ich denke, im Großen und Ganzen war es ein gutes Spiel.
Sechste Derby-Niederlage in Folge für Augsburg und alles andere als der perfekte Einstand für den neuen Coach Kai Sukanen. München stellt einen neuen Clubrekord auf, gewinnt zum 9. Mal in Folge ein Auswärtsspiel. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.